Wie lang ist eigentlich ein Meter? Klar, sagt ihr jetzt, ein Meter natürlich. Aber wer hat eigentlich festgelegt, wie lang das genau ist? In diesem Video erklären wir euch, wie der Meter zum Meter wurde und warum er eigentlich ein bisschen zu kurz ist. Der Meter, oder das Meter, kann man genauso sagen, ist eigentlich noch gar nicht so alt. Jahrtausende lang maß man Längen vor allem anhand von Körperteilen, zum Beispiel dem Fuß, der Elle oder der Handbreit. Der Mensch war quasi das Maß aller Dinge. Diese Längenmaße waren nicht einheitlich und unterschieden sich von Land zu Land, teilweise sogar von Stadt zu Stadt. Allein in Deutschland gab es über 30 verschiedene Fußmaße. An vielen alten Rathäusern sind heute noch die Maßstäbe zu sehen, die jeweils in dieser Stadt galten. Es herrschte also ein ziemliches Durcheinander, das zum Beispiel den überregionalen Handel kompliziert machte. Schon im 17. Jahrhundert machten sich Wissenschaftler Gedanken über ein einheitliches, überall gültiges Längenmaß. Doch erst Ende des 18. Jahrhunderts ist die Zeit reif. Die Französische Revolution mit ihren Idealen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bringt den entscheidenden Schub. Gleiche Maße für alle sind das Ziel. Mit der Umsetzung wird die Französische Akademie der Wissenschaften beauftragt. Wichtig ist den Forschern vor allem, dass das neue System möglichst auf der ganzen Welt als neuer Standard anerkannt werden soll. Als allgemeingültige Grundlage für die neue Längeneinheit einigen sie sich auf den Erdumfang. Ein 10-Millionstel des durch Paris verlaufenden Erdmeridianquadranten, also der Strecke vom Nordpol zum Äquator, soll fortan ein Meter sein. Dafür gilt es nun, einen Teil des Meridians ganz exakt zu vermessen. Auf einer Strecke von Dünkirchen in Nordfrankreich bis nach Barcelona in Spanien. Daraus lässt sich die Gesamtlänge des Quadranten berechnen. Und daraus dann wiederum der Meter. Den Namen Meter leiten die Wissenschaftler ab vom griechischen Wort Metron. Das bedeutet Maß. Mit der Vermessung werden zwei Astronomen beauftragt, Pierre Méchain und Jean-Baptiste Delobre. 1792 brechen sie zu dem Mammutprojekt auf. Méchain vermisst die Teilstrecke zwischen Barcelona und Paris. Delobre übernimmt den nördlichen Teil zwischen Paris und Dünkirchen. Für ihre Vermessung nutzen Méchain und Delobre das Verfahren der Triangulation. Das Prinzip? Wenn man eine Seitenlänge eines Dreiecks kennt, kann man mit Hilfe der drei Innenwinkel auch die anderen beiden Seitenlängen berechnen. Hier noch einmal aus der Nähe betrachtet. Wenn wir diesen Zielpunkt einmal von hier aus anzielen und einmal von hier, kennen wir schon mal zwei Winkel. Da die Winkelsumme im Dreieck immer 180 Grad beträgt, können wir den dritten Winkel ausrechnen. Und mit den drei Winkeln und der Strecke zwischen A und B können wir jetzt auch die zwei anderen Seitenlängen ausrechnen. Diese lassen sich wiederum auf angrenzende Dreiecke übertragen. So entsteht nach und nach ein riesiges Dreiecksnetz. In der Praxis bedeutet das, Méchain und Delobre müssen sich hochgelegene Punkte wie Kirchtürme und Berggipfel suchen. Von dort aus zielen sie den jeweils nächsten Messpunkt an. Auch solche eigens aufgestellten Peilmarken kommen dabei zum Einsatz. Das wichtigste Tool der Astronomen aber ist dieses Gerät, der Borderkreis. Damals modernste Technik. Mithilfe zweier verstellbarer Fernrohre lassen sich zwei Ziele gleichzeitig anpeilen und dann der dazwischenliegende Winkel messen. Um Ungenauigkeiten auszugleichen, wird das Ganze mehrfach wiederholt und dann der Durchschnitt der Messwerte errechnet. Um aus diesen unzähligen Winkelmessungen die Länge des Meridianbogens berechnen zu können, fehlt nun aber noch ein wichtiges Element, die Basislinie. Also quasi die Grundlinie des allerersten Dreiecks, aus der sich dann alle anderen durch Triangulation gemessenen Seitenlängen ableiten. Weil so viel von der Basislinie abhängt, muss sie mit äußerster Präzision und enormem Aufwand gemessen werden. Dafür kommen eigens angefertigte Messstäbe zum Einsatz. Ganze 6 Kilometer lang ist, ins metrische System umgerechnet, die Basislinie von Delobre und Méchains Triangulation. Ein Kraftakt für sich. Erschwert durch die Wirren der Französischen Revolution zieht sich die Mission der beiden Astronomen in die Länge.
7 Jahre dauert es, bis alle Messungen und Berechnungen abgeschlossen sind. 1799 wird daraufhin ein Platinstab angefertigt, das Urmeter, auch Mètre des Archives genannt. Das Urmeter ist also nicht einfach nur eine abstrakte Einheit, die irgendwo auf dem Papier definiert wurde, sondern tatsächlich ein physisch existierender Metallstab. Ganz ähnlich wie die Maßstäbe damals an den Rathäusern, nur eben allgemeingültig. Es dauert aber noch einige Zeit, bis sich die neue Einheit wirklich durchsetzt. 1875 unterzeichnen 17 Staaten die sogenannte Meterkonvention. 1889 wird noch einmal ein neuer Meter-Prototyp aus Platin-Iridium angefertigt und Kopien davon an die Mitgliedstaaten der Meter-Konvention verteilt. Doch bei aller Präzision, das Urmeter hat einen kleinen Makel. Aufgrund eines Messfehlers wurde die Länge des Erdquadranten falsch berechnet. Das Urmeter ist deshalb 0,2 mm kürzer, als es eigentlich sein sollte. Dieser Fehler wurde nie korrigiert und steckt auch noch in unserem heutigen Meter. Mit dem Erdumfang ist das aber eh so eine Sache. Denn die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern eher so ein bisschen kartoffelförmig. Hier mal ganz stark übertrieben dargestellt. Ein Erdmeridian eignet sich also gar nicht so richtig für eine universal gültige Meterdefinition. Deshalb war Forschenden schon bald klar, es bräuchte eine zuverlässigere Methode, um den Meter zu definieren. Im 20. Jahrhundert stellte man Überlegungen an, Licht als Bezugsgröße zu verwenden. Denn die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum ist eine Naturkonstante. Das heißt, sie ist unveränderlich. Und damit als Basisgröße für den Meter deutlich verlässlicher als unsere Kartoffelerde. Und so gilt seit 1983, ein Meter ist die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer knapp 300-Millionstel Sekunde zurücklegt. Voraussetzung dafür ist wiederum die hochpräzise Messung der Zeit mit einer Cäsiumuhr. Die Länge des Meters ist dabei noch dieselbe wie beim Urmeter, nur die Definition hat sich geändert. Heute hat sich das Meter international durchgesetzt, sogar in den USA. Dort begegnen einem zwar immer noch Einheiten wie Fuß und Meile, aber auch diese sind über den Meter definiert. Eine echte Erfolgsgeschichte. Was denkt ihr? War der Meter eine gute Idee? Oder würdet ihr lieber in Fuß und Elle messen? Schreibt uns das doch in die Kommentare. Und abonniert gerne unseren Kanal.